du schwarze Liebeskugel. Hm? Was hast du da im Maul? Ja, leg dich hin, Dicker. Ja, du willst ein bisschen Kuschel haben, ne? Aber ich kann dich nicht ankuscheln gerade. Aber du kannst gerne mich aufwärmen ein wenig. Hm, jetzt krieg ich gleich mal vom ersten einen Akku. Ich wünschte, ich hätte Munition, ey. Für die Drohne. Da können die wahrscheinlich ein Bein vorher schon ausschalten. Mir ist gerade was aufgefallen. Ach, jetzt markier doch endlich deinen richtigen. Ich will nicht da hinten den Kühltank. Ich will ihn an der rechten Seite haben. Ach ja, so. Tja, ich bin jetzt zu schnell, du fettes Ding.
Ach, erzähl doch nicht, ey. Ja, an den hinteren kommen könnte sich als etwas schwieriger erweisen. Obwohl, nee, der hintere ist sogar der leichteste. Weil ich muss dem nur einmal ausweichen. Und jetzt muss ich einfach nur weggehen, bevor der mit dem hinteren Schwanz wedelt. Das kann nicht Sinn der Sache sein, ey. Nee, da setzt er sich auf mich drauf, wenn ich unter dem bin. Entweder zerstört man die Arme vorher. Also es muss irgendwie vom Movement möglich sein, besser an die unteren Bereiche zu kommen. Leider verbessert sich meine Lage nicht dadurch, dass ich seine Beine kaputt mache zuerst. Beziehungsweise seine Kühlleistung an den Beinen. Wo das Schlittern halt gut funktioniert. Aber jetzt kann ich's. Boah, ich hoffe, die spekulieren nicht darauf, dass du den Block machst. Weil der zeigt mir an, dass diese normalen Angriffe von dem blockbar wären. Oh. Aber wenn die geblockt werden können, dann keine Ahnung in welchem Timing. Der zeigt mir zwar an, von wo der kommt, aber
durch mein Modul. Dabei sind die Arme optional. Da ist meine Equip auch einfach noch zu schlecht. Nein, ich muss nichts Blaues treffen. Das Blaue sind die Arme. Das bedeutet nur, dass das kein relevantes Modul ist. Boah. Ja. Komm mal her. Wundervoll. Oh, ich hänge zwischen den Armen fest. Das ist doch nicht wahr, ey. So eine Bullshit-Kacke, ey. Ich hab doch schon die richtige Bewegung. Ich hab doch schon den Kühltank gemacht. Theoretisch ist das jetzt nur eine Frage der Zeit. Weil ich habe einen der vorderen Kühltanks zerstört. Danach muss ich die Beine machen, die einfacher zu zerstören sind. Weil das kann ich einfach mit der Rutschattacke machen. Und dann ist er eigentlich schon tot. Wenn die Kühlaggregate weg sind, denke ich mal, muss der den verlassen. Und dann muss ich nur noch den Fetten niedermähen. Nur noch in Anführungsstriche. Ja, sobald du vorne, genau vor denen stehst, hast du halt verloren. Der muss halt diese Attacke machen. Anders kommt sich an den seine Module ran.
I. Boah, Vorsicht, bin ich. Nein, 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 raus bei dem. Ja! Oh mein Gott, was ist das denn? Jetzt spuckt er mich mit seiner Scheiße an, oder was? Alter Schwede, bist du ein ekelhaftes Vieh? Du Wichsschneppe. Geht doch.
Ja! Nimm das, du scheiß Penner! Es ist aus, oder? Du hast den Johnny ein für alle Mal erledigt. Eine Schande, dass das so kommen musste, aber gut gemacht. Wirklich gute Arbeit. Wir treffen uns am Tor zum Hafen. Es gibt da etwas, das du wissen solltest. Ich muss sagen, so schwer war der gar nicht. Wenn man das Move erstmal drin hat, wenn er das zum Beispiel das mit dem Wasser macht, kannst du eigentlich unten unter die Beine beschädigen und um den rumlaufen. Doch, wir haben was bekommen von dem. Wir haben von dem einmal das EMP-44 Starfish bekommen. Damit können wir jetzt Türen öffnen mit der Drohne. Und ich glaube, wir haben von dem eine Waffe bekommen, weil wir alle Kühlobjekte kaputt gemacht haben. Das hier, Little Johnny's Zange, beidseitig montiert. Und da liegen Teile von dem, der drinnen war. Ich glaube, da ist ein Unterkörper, da ist ein Oberkörper. Aber ich erinnere mich auch noch an The Search, wenn du auf dem Müllplatz gestartet bist damals und dann kam der erste Roboter. Dieses fette Ding, wo du halt auch damals, wo die halt den Demo-Fight gemacht haben.